Hallo allerseits, ich begebe mich mal wieder in die dunkle Zukunft von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit. Und wie wir sehen, spielen wir schon fast 13 Stunden. Na, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Und Triftapilli, nein, ich habe ja mit dir letztens schon Bekanntschaft gemacht. Lang ist's her. Uhu, so muss ein Video anfangen mit einem zünftigen Levelanstieg. Naja, wenigstens die KP sind um mehr als einen Punkt gestiegen. Das ist ja schon mal etwas. Ein Groink! Ein Groink! Itoshki! Heute gibt's Schweinebraten! Verdammt! Ich kann natürlich keine Feuerattacken, ich kann es nicht gar machen! Verdammt! Apfel! Essen! Mein Magen ist halb leer. Und der Apfel füllt den Magen halb auf. Und ich heb zwei Poker auf. Ja, behalt mal dein Taschengeld. Ich will es ja eigentlich gar nicht wegnehmen. Du lässt mir nur leider keine Wahl. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Ist denn jetzt noch eins? Ne, es wäre ein Schweinebraten. Machen wir Knirscher. Trifft natürlich nicht. Okay, jetzt hat es aber geklappt. Na, ein bisschen KP aufhören vielleicht. Na, und schon wird man wieder von den Schweinen überrannt. Was? Ah, ein Top-Elixier. Verdammt! Wie viele Items habe ich eigentlich gerade? Was habe ich eigentlich alles dabei? So viele Belebersamen. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Alor, beschleunigt das Team. Ja, machen wir das einfach mal. Das war mal ein relativ kurzer Spaß. Ja, setzt das Eis auch normalerweise nicht ein. Okay, gehen wir abwärts. Itoshki, mach mal. Itoshki! Aha, es war mal wieder Ditto. Ditto war mal wieder auf Tour. Hier ist auch nichts. Oh, verdammt, so viele kleine Räume, aber nur eine Treppe auf der ganzen Etage. Ich schaue mich mal unten um. Und da bin ich goldrichtig. Sieh mal, Nagi. Könnte das da drüben der Ausgang sein? Lass uns dorthin gehen. Jo, gehen wir mal dahin. Haben wir unseren Vorsprung zu den Zorbiris ein bisschen vergrößert? Ruhen wir uns jetzt etwas aus. Okay. Oh, das Wasser. Bist du dir sicher, dass das Wasser ist? Was? Dieser Wasserfall. Das Wasser fließt nicht. Das Wasser ist mitten in der Bewegung erstarrt. Hat Reptan doch recht? Ist die Zeit in der Zukunft wirklich stehen geblieben? Wieso hat Zwirfens uns an diesen Ort gebracht? Der große Zwirfens, der so freundlich zu uns war. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wenn wir nur irgendwie die Wahrheit herausfinden könnten. Ah, ich weiß wie! Es gibt einen Weg, die Wahrheit herauszufinden, Nagi. Und wie? Schieß los! Dein dimensionaler Schrei! Setze deinen dimensionalen Schrei ein, Nagi! Berühre dieses erstarrte Wasser! Wer weiß, vielleicht siehst du ja etwas. Ich verstehe. Das stimmt. Ein Versuch ist es wert. Wenn ich das erstarrte Wasser berühre, dann erfahre ich vielleicht etwas darüber, was hier geschieht. Wir dürfen nicht trödeln. Diese Zorbiris holen uns sonst ein. Mach schnell! Ist doch gut. Hetz mich nicht so, Kollege. Na, ihr berührt den erstarrten Wasserfall. Und sieht? Irgendwie nix. Und, Nagi? Kannst du etwas sehen? Nein. Ich sehe nichts. Wenn wir ihn mal brauchen, dann funktioniert's nicht. Nichts? Schade. Ich würde mir weniger Sorgen machen, wenn wir auch nur annähernd verstehen würden, was los ist.
Wir haben gar nichts erfahren. Wir haben hier viel Zeit verschwendet. Wenn wir uns nicht beeilen, holen uns die Zorbiris ein. Machen wir uns auf die Beine, Nagi. Ja, weglaufen ist wohl das Einzige, was wir im Moment tun können. Das ist wieder so ein netter Kangama-Speicher. Wie nett, dass ich auf mein Lager in der Vergangenheit Zugriff habe. Was kann ich denn mal am besten ablegen? Na, viel zu viele Sinnelbeeren, so viele brauche ich gar nicht. Ah, ein Apfel kann auch mal weg. Ansonsten, ja, passt das so. Jo, kann's weitergehen. Hey Nagi, bist du soweit? Ja, bin ich. Okay, gehen wir. Jo, gehen wir, wohin auch immer. Oh, direkt eine TM. Lichtschild. Naja. Kekleon freut sich. Vorausgesetzt, wir sehen Kekleon hier. Nein! Nicht die Geister. Ach nee. Diese blöden Geister, die durch die Wand die ganze Zeit gegeistert kommen. Verdammt, ich wollte gar nicht die Kiesel, ich wollte den Eisendorn werfen. Ich passe auch nie. Jetzt hätte ich sowieso angreifen können. Nein! Lass mich in Ruhe, Nebulak! Nein! Itoshki, kannst du nicht irgendwas tun? Ach, da sitzen wir richtig doll in der Tinte. Ja komm, schlaf auch, Itoshki. Komm her, du Bratze! Oh, ist nicht wahr, oder? Sinnelbeere. Itoshki, du brauchst das jetzt. Und ich brauche das, glaube ich, auch. Und ich sag vorhin noch so großtönig, ja, ich brauche die Sinnelbeere nicht. Ich habe aber natürlich auch nicht mehr daran gedacht, dass hier Geister auftauchen. Itoshki! Ah, habe ich dir nichts, um ihn aufzuwecken? Ah, verdammt. Itoshki, bitte, komm hoch zu mir, wach auf. Jetzt aber, greif ihn an. Oh, verdammt, was für eine schwere Geburt. Ha, vor dir habe ich keine Angst. Dich kann ich ganz einfach besiegen. Hup, da hat gerade draußen einer gehupt. Ja, das ist die richtige Wahl. Und das wieder eine TM. Ups, was war das? Eine Teleportfalle. Gut, dass die nicht aktiviert wurde. Dann wäre ich wieder sonst vorm Arsch der Welt. Getrennt von meinem besten Freund, Itoshki. Was soll ich denn nur ohne dich in dieser dunklen Zukunft machen? Nein, keine Geister. Keine Geister. Schnell, die Treppe suchen. Stoppe Orb. Naja. Ich habe ein Tempo verloren. Nein. Und da ist natürlich ein Fleck im Gesicht drauf. Wie passend. Na, hier lang. Und wieder ein. Wow. Score-Gro, genau. Score-Gro. Mal ein bisschen auffrischen. Eisern. Mars auch gut geklappt. Weiter geht's. E4. Und hier. Na. Oh. Mach mich jetzt nicht langsamer. Ich habe gerade Probleme mit Geistern. Itoshki, du musst dich natürlich unbedingt wecken, ne? Der kann ja nichts dafür, dass es hier so düster ist. Und da schon wieder die nächste Treppe. Was ist denn los heute? Heute läuft mal alles problemlos. Das ist doch mal schön. Und Banette, du Marionette, ich mach dich platt. Und da unten liegt ganz viel Krams, wie ich sehe. Belebersamen. Ui, Belebersamen, da freue ich mich natürlich immer drüber. Und da ist schon wieder die Treppe. Eieiei. Ah, Itoshki, mit deinem Rasierblatt bin ich sehr zufrieden. Und Bodyguard, auch nur so Luschen TMs. Cool, sagt wenn nicht schlecht. Das wäre eine gute Attacke, die ich dir beibringen könnte, Itoshki. Ups,
Nein! Oh, das war mal ausnahmsweise vorteilhaft. Oder liegt noch ein TM? Schwertanz. Nee, kann ich gerade nicht mitnehmen. Was denn hier? Ich werde die ganze Zeit nur... Hey, willst du mein Partner sein oder wieso läufst du mir hinterher? Lass mich in Ruhe. Oh oh. Nix wie weg hier. So, hier mache ich erstmal einen Schnitt. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Hoffentlich wieder aufgeladen. Also, wir sehen uns.